Okay, meine guten Freunde, ich bin das MC Muffix und wir haben keine Zeit, hier die schöne Aussicht zu genießen, denn wir... Whoop! Ah, verdammt, Mann! Das sieht immer so leicht aus, damit tut das immer so weh, wenn man da abstürzt. Ja, liebe Leute, wir sind hier in East 6, glaube ich, was? East 6, genau. Und stehen hier auch schon wieder vor einigen Aufgaben, zum Beispiel, dass wir den definitiv skippen. Oh, Leute, Mann, da oben hätte ich so viele Missionen. Übrigens, es steht aber das Level. Also ich muss den einmal gefunden haben in Alpha und dann steht immer das Level dabei. Nur gut mal zu wissen. So, ja, wie gesagt, wir sind in der S6, haben hier beim letzten Mal hier die neue Region erobert. Zwei Kloster mal wieder vernichtet. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen um. Unser eigentliches Ziel ist erkannt, aber bevor wir dahin kommen, denke ich mal, werden wir uns noch ein bisschen hier vergnügen. Und jetzt schauen wir erstmal, was hier denn los ist. Nenos in Lucas in Tentationem, sed libera nos ama. Warum betet ihr hier? Wir beten für die Stärke, uns dem zu stellen, was in der Höhle lebt. Ein Teufel in Menschengestalt, der die Bestien befehligt. Oft schon haben wir ihn gesehen, wie er wilde Tiere füttert und mit ihnen spricht. Nicht einmal die Wölfe fallen ihn an. Seid ihr sicher? Ihr Christen erkennt schnell den Teufel in Dingen, die ihr nicht versteht. Die Vögel in diesem Wald sind rastlos und greifen schnell an. Erst gestern stahl ein Fuchs ein Kind aus seiner Krippe. Ohne Zweifel. Er, der rückwärts läuft, ist unter uns. Entweder wird er dort herauskommen, oder wir werden hineingehen. Michael Jackson? Was ist der, Michael Jackson geht doch immer rückwärts. Eigentlich hat er gesagt, sollen wir nicht reden. Du lebst mit deinem Bären zusammen. Stimmt es, was der Mönch sagt? Tiere sind meine Freunde. Ich höre sie und sie hören mich. Den hier haben sie verletzt. Und nun wollen sie mir auch etwas antun. Aber hetzt du deine Tiere auch auf Menschen? Wer meinen Freunden weh tut, dem tue ich weh. Aber niemals einem Kind. Du verteidigst nur die, die du liebst. Bleib hier und sorge für deinen Freund. Ich kümmere mich um die Mönche da draußen. Töte sie nicht! Das will ich nicht! Verscheuch sie nur! Sie haben nur Angst vor Tieren, weißt du? Ich habe irgendwie so das Gefühl, das könnte nicht so einfach werden, das diplomatisch hier zu verhandeln. Aber nun gut. Wir haben ja so wie Charisma, das sollte schon irgendwie klappen, hoffe ich jetzt einfach mal. Hast du ihn erlegt? Oder hat dich seine Teufelszunge übermannt? Töte sie nicht, war hieß es doch. Toll. Aber ich hatte nicht mehr die Wahl, ich konnte auch nicht mit ihm reden. Das ist eine dumme Aufgabe. Ich weiß nicht, ob du bist, was sie glauben, aber ich habe mich um deine Peiniger gekümmert. Sie haben meine Klinge gespürt. Blut bringt Blut. Mehr werden kommen. Alles wird schlimmer. Eivin und ich gehen besser fort. Ich tat, was ich konnte. So lebe wohl und viel Glück. Das haben wir echt nicht gut gelöst, aber ich wusste jetzt auch nicht, was ich machen soll. Eigentlich wollte ich nur mal mit R1 wollte ich ihn nur mal hauen. Aber natürlich hat er ihn gleich abgestochen. Aber ich wüsste, er hätte auch nicht gewusst, wie wir das anders machen könnten. Wir hätten ihn wahrscheinlich nicht abbringen können durch unsere Worte. So, ich würde sagen, wir gehen. Machen wir erstmal den Schatz hier. Dann reiten wir weiter nach oben zum Aussichtspunkt. Jetzt habe ich meine Kapuze auf, jetzt bin ich cool. Und dann, ja. Aber zumindest das Wichtigste in E6 immer abgeschlossen. Wie gesagt, die Aussichtspunkte sind immer essentiell. Ist es eine Stadt, wo wir jetzt hinreiten? So eine Stadt. Okay. Ich will doch gar nichts von euch. Jetzt langweilt es mich nicht. Ich habe meine Kapuze auf. Ihr könnt mich gar nicht sehen. Ich bin nämlich John Cena. You can't see me. So, das ist ähnlich. So, da ist ein Schlüssel. Den hole ich mir.
Alter, willst du aufhören rumzugammeln? Alter! Ja, genau, was ist jetzt? Mit was hat er mich gerade beschmissen? Was? War Apple mir das Spiel? Ich hab keine Ahnung, was los ist, aber irgendwie hat er keine Lust mehr. Da, schenke ich dir. Willst du was von mir, Mann, hä? Ich wollte eigentlich nur diesen coolen Beutel da oben abschließen, aber nicht mal das wurde mir gegönnt. Vor denen habe ich echt irgendwie ein bisschen Respekt noch. Wir haben den einmal bis jetzt gekämpft, aber da waren wir halt mit unseren ganzen Wikingern umgeben. Nee, sind ganz einfach zu bezwingen. Ich weiß gar nicht. Irgendeiner hat einen Fels auf mich geworfen, habe ich das falsch gesehen. Und ich wollte das drum abschießen, das mache ich jetzt. Da, das kann mich nämlich cool fühlen. Untertauchen. Sehr schön. Also. Kein Bock zu stealthen, Mann. Kommt's einfach her. Oder kommt's nicht erwartet? Man, das ist echt knapp, Mann. Das hat einer mit so einem Horn gejodelt hier. Und auf einmal war er weg. Wer könnte es wohl gewesen sein? Das ist halt von diesen Heuballen, der da so ganz zufällig mal so steht, gehüpft. Nö. Also, ich bin nur für die Schätze da. Danach gehe ich einfach wieder. Ganz entspannt und relaxed. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht töten. Tut mir echt leid, aber du standest mir im Weg. So. Ich bin nur da, um den Schlüssel zu holen. Die Klopskelle nerven. So, aber das haben wir schon hinbekommen. Zack! 11 Silber hattest du dabei. Also du wurdest nicht gut entlohnt, Mann. Oh! Kann man irgendein von denen nicht jetzt hier zu kinetet sein, Mann? Ah. So, scheinbar gefällt unser Wettergötter nicht so gut, dass ich herumwüte. Und gleich schlechtes Wetter. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, für was das gut ist. Aber ich habe es zumindest. Da ist noch ein Schlüssel. Ach, das war der Schlüssel, den ich vorhaben wollte. Mit dem bin ich eigentlich hergekommen. Zack. Den wollte ich eigentlich nur. So. Dann holen wir uns hier die Aussichtspunkte. Also sieht eigentlich, wird eigentlich alles danach jetzt aussehen, dass wir hier mal storytechnisch hinkommen. Aber ich habe halt echt keine Ahnung, weil theoretisch müsste es ja innerhalb der Hauptstory passieren. Und danach sieht es ja gerade ganz und gar nicht aus, weil das konnten wir hier, gab es ja keinen Verbündeten, mit dem wir uns zusammenschließen können. Wahrscheinlich gehört das Gebiet eh zu irgendeinem anderen König hier, wäre jetzt mal meine Vermutung.
Oh. Wäre zu leicht gewesen. Was war das? Also, wie du da jetzt da so cool drunter gehüpft, das kann ich euch leider nicht sagen. Okay, neuer Plan. Suchen wir nochmal einen Weg in die Kirche rein. Oh, da, ach, da, nee, 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 ich hab schon alles richtig gemacht. Zack. Und da nach oben. Ist hier unten schon was? Hä, ist der dafür, dass ich die. Ach so. Ich hätte. Ja, ja, aber ich weiß nicht mal. Früher gab es ja einen Walljump, da konnte man an die Wand hüpfen und dann von da aus weghüpfen. Aber ich glaube, das gibt's hier nicht mehr. Das dachte ich mir gerade, für was das da war. Zack. Ich will doch eigentlich nur die Schätze, Mann. Diese Seiten sind mir schnutzpip egal. So, also die hier. Zack. Und... Zack. Ah mal, was heißt hier schnutzpip egal? Kann man sich ja auch für irgendwas brauchen. So, dann war das doch schon mal gut. Schatzsäure eingesammelt. Ach, ist doch einfach. Richtig, eigentlich ist das sehr gut, was wir hier eingesammelt haben. So, was gibt's hier noch so Schönes? Eigentlich wollte ich, wie gesagt, zum Aussichtspunkt, aber ich wurde schon wieder abgehalten hier. Wüst und da reißt, wie ich halt immer bin. Da hinten muss noch irgendwo ein Schatz sein. Hey, ihr habt da jetzt alles abgemurkst. Wie kann da sich noch was befinden? Aber, hey! Ach, da oben, oder? Ah, okay, cool. Fast schon wieder übersehen. Leute, 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 wir werden diesen Part, ich prophezei es euch mal, wieder hier nur in der Pampa rumlaufen und irgendwelche Sachen erkunden. Aber so kürzt sich das aus. Das ist der Schlüssel, das wir haben. Sehr nice. Zack. Und meins. Leder. Stoff. Oh, Stoff. Stoff, 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 Stoff. Der gute Stoff, 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 Stoff. Yo, Mahlzeitverbesserung. Wichtigstes Upgrade. Alter, wir können ja gleich das nächste. Stoff hat die gesammelt, Mann. Oh, Godlike. Wollen wir mal wieder mal mit einem neuen Bogen schauen? Ich will aber keine Raubtebogen. Leichter Bogen. Ah, nee, das ist ja so ganz schnell schießt. Den mag ich auch nicht. Wir haben drei Fertigkeitspunkte. Die könnten wir auch mal wieder einsetzen. Da hoch wollte ich Skill nur. Konterrolle, genau. Ist ja ganz am Eck. Widerstand leicht. Attentatschaden. Dann machen wir einen schweren Schaden und das. Okay, und Fertigkeit, was haben wir hier bekommen? Ach ja, der Hakensperr aufspießen, was wir halt nicht brauchen, weil ich die Waffe nicht hernehme. Aber vielleicht so wie in der letzten großen Mission, also in unserer letzten Eroberung, vielleicht werden wir jetzt mal ein bisschen mehr mit den Waffen switchen. Einfach so während so normalen Missionen, die jetzt nicht so hart sind. Besonders wenn ich meine Wikinger-Bros dabei habe, dann ist das alles eh nicht so schwer. Okay, wir schauen erstmal nach dem Schatz. Dann gehen wir... Oh, der wird sicher irgendwo madig wieder versteckt sein, oder? Oh? Oh? Wieso kann ich alles so versteckt sein, Mann? So gehört sich das, liebe Leute. Gut, dann gehen wir zur Haupt... zu der Story. Oder gehen wir erst den Schätzen, weil die Schätzen, denke ich, sollten schneller laufen. Diesen Wachen entgeht nichts. Echt? Hätten sie aber schon gemerkt, dass ich da bin. Zack. Scheinbar geht ihnen doch ein bisschen was. Oh, Falle stellen. Stimmt, das haben wir uns ja gekauft, das Upgrade. Müssen wir mal schauen, ob das was Sinnvolles war. So, da ist ein Klopskerl, den würde ich ganz gerne stealthig eliminieren. Du hast einen Reichtum? Habe ich es richtig gesehen? Sehr nice. Okay, da hinten ist ein Schatz. Da ist einer. Und da, okay. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir den... Ah, das sind zwei. Ich dachte, das wäre einer. Hä?
Ja, aber ich könnte es. Es ist so kacke, dass es kein Doppelattentat mehr gibt. Ach, wurscht, wisst ihr was? Oh, verdammt, Mann. Inzwischen sind es ja alles hier immer schwer bewaffnete. Du machst es mir echt leicht, Mann. Du kommst ja nicht vorbei. Oder vielleicht doch. So, da ist zu. Muss auf die andere Seite. Aber, komm, da. Also da kommst du durch, oder? Jo! Ausnahmsweise waren wir mal nicht so dick. So. Zack. Eigentlich sollte ich das gar nicht kaputt machen, weil dann kommen die Gegner nicht da rein. Das wäre wohl nice. So. Penner. Musst du nimmer, die Leute wissen schon, dass du da bist. Sehr schön. Da oben war einer, der mich gesehen hat. Mann, das war madig. Zack. Zack. Oh, 5 Nahrungen, Mann. Alter, das ist nice, Mann. So. Ich will eigentlich nur zu meinem lustigen Schlüssel. Komm, schieß. Schieß. Du hast dich nicht mehr, oder? Gerade warst du doch noch so erpicht, mich zu erwischen. Bam! Der Move ist so krass, Mann. So, tick. Ist offen, oder? Okay, sehr schön. Dann schnell da reingesaust. Müssen wir jetzt aber frontal rein. Ach, komm. Oh. Sie wurde wohl verriegelt. Hä? Ich hab die. Hä? Ich hab die doch gerade aufgeschossen. Oder war. Ach, das war eine andere Tür, ja nicht. Na komm. Ist mir sau wurscht. Leute, sehe ich das richtig? Ist das Unterstützung? So! Da ist deine Axt wieder. Jetzt komm. Hau halt, Alter, Mann. Hau halt drauf. Wieso nimmt denen eigentlich niemand die Waffen ab? So, kannst du den Alarm auslösen, das ist mir doch wurscht, Mann. Bam, bam, boom. Und zu Klumka, Mann. Ja, ich. Also mit meiner Geschwindigkeit schaffe ich es eh nirgendwo rauszukommen. So, aber wie gesagt, ihr könnt keinen Alarm auslösen, das ist mir wurscht. So, meine Freunde sollten hier doch den Rest erledigen können von uns. Für mich. Hoffe jetzt einfach mal. Ist jetzt? Ah, da oben. Nö. Kein Bock. Ich dachte, wir sind Soldat. So. Ah, da, komm. Runter. Sehr nice. Ja, komm, lass dich fallen hier. Ah, okay, sehr gut. Und die Tür haben wir vorher aufgeschossen. So sieht's nämlich aus.
Okay, da sollte man locker hinkommen. Ja, ich habe zwar gedacht, dass es ganz schnell geht hier mit den Schätzen, aber leider nicht. Aber wie gesagt, ich habe ja gelernt, dass es wirklich die bessere Methode ist, eigentlich an den Gegnern größtenteils vorbeizulaufen, weil... Also, solange man halbwegs klettern kann, ist es tausendmal schneller als alles andere. Oh, ist da noch... Da ist noch ein Schatz drin. Da muss ich auch nochmal rein. Weil da bin ich da von oben. Machen wir ja Snipe-Duell. Warte mal. So. Ich sehe da halt so schlecht rein. Jetzt. Das ist fies, man muss man sich da hochstellen. Okay, aber das ist in Ordnung. Zack, 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 zack. Meins, meins, meins. Und Truhe gehört auch mir. Also, so viel Stoff, Mann. Es ist so nice. Warte mal, ich mache jetzt mal... Auch wenn natürlich mit Abstand das Wichtigste unser Essensbeutel ist. Aber komm, 21, das dauert jetzt ewig, bis wir das bekommen. Kann ich auch mal hier wieder meinen Köcher verbessern? Ihr seht, jetzt habe ich schon hier 5 Nahrungen. Das ist einfach mal das Doppelte, was wir jetzt gerade eben hatten. Also, ist schon nice. So. Also, müssen wir uns noch den Schatz holen? Der bleibt in seinem Käfig. Der sagt, ich warte auf meine Gelegenheit, bis der kommt, der mich eingesperrt hat. Was? Ich dachte, wir haben hier einen Schlüssel. Okay, dann machen wir das anders. Müssen wir hier oben wahrscheinlich irgendwie einen Eingang suchen. Die ist verriegelt. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Du musst immer auf die andere Seite, Mann. Der ist immer so fies. Zack. Aber ich muss echt sagen, also, es wird halt auch irgendwie langsam doofer. Ich meine, es ist halt wirklich immer dasselbe, wenn man da hingehen muss, man. Immer, entweder muss man irgendwo ein Fass suchen, was man kaputt machen muss. Oder man muss, kann ich die Leine überbrauchen, Mann? Sehr schön. Oder man muss irgendwo, ein exklusives Fass finden. Oder man muss eben eine Möglichkeit finden, auf die andere Seite zu kommen. Aber das ist halt immer dasselbe, Mann. Und also, ganz ernsthaft, es wird nicht unbedingt besser. Wie gesagt, wäre da irgendwie so eine Sidequest oder man müsste einen Gefangenen befreien, das ist mir lieber. Und selbst ist mir einfach, dass man einen Schlüssel suchen muss, ist mir auch lieber. Ich glaube, sie haben mich gesehen. Was ist denn das für ein Typ, Mann? Der ist hart drauf, Mann, das merkt man. Das merkt man sofort, dass der ein richtiger Kämpfer ist. Oh, das will ich jetzt nicht zeigen, Mann. Das ist zu brutal. Das ist zu brutal gewesen. Also, schnappen wir uns das Artefaktus. Sehe ich das richtig? Sind da 2 Artefakte gleich? Ja, nice, Mann. Octavius, der würde ja hier einen Freudenständer bekommen, wenn er hier wäre. Die rülpst mich da, Mann. Also, normalerweise verdient es den sofortigen Tod, gell? Wenn mich hier anrülpst. Aber ich habe für diesen Part genug getötet, Mann. Nicht, dass der Part nochmal irgendwann USK 18 wird. So, kann ich da... Jo. Oh, und das andere wird unterirdisch sein. Ah, nee, das ist oben. Aha. Okay. Bitte, das ist einfach mal, dass ich da einfach reingehen kann. Ohne groß Rätsel, ohne groß verschlossene Türen. Ja, sauber, Mann. So sollte es immer sein, Mann. Komm und meins. Rügnisar. Wahrscheinlich, fällt mir gerade auf, diese Sagenseiten, die ich sammle. Ich bin mir sicher, das hat was mit der Quest hier zu tun. Jetzt hole ich mir noch die Schätze. Also unser Wikinger-Sager hier in wer ist es gleich nochmal? Warte mal, ach, na, da gehen wir danach hin. Da gehen wir danach hin, ich geh jetzt erst hier hoch. Valhalla! Weil ich bin mir, also in Asgard. Weil ich bin mir ganz sicher, dass man wahrscheinlich diese Seiten sammeln muss, um weiter damit der Story zu kommen. Wäre jetzt mal meine Vermutung.
kann es euch nicht versprechen, aber ich denke, es ist so. Also, wir gehen jetzt erst zu dem Aussichtspunkt, dann machen wir hier die eine Sidequest, dann gehen wir da runter, holen die Schätze. Ich würde mal sagen, weil wir hier mal so klein abstimmen, also wie gesagt, da gehen wir hin. Dann reiten wir hier runter, den Aussichtspunkt will ich noch unbedingt synchronisieren. Dann geht es hier nach links, ich denke mal, das wird dann unseren nächsten Part hier erstmal am Anfang machen. Und dann, denke ich mal, wird es hier ganz entspannt runtergehen und dann sind wir eh schon in der nächsten Haupt-Story-Mission. Also, es dauert nicht so lange. Die Region gefällt mir auch, es ist halt alles immer kompakt, einfach mal auf einem Fleck, die Sachen, und halt nicht immer verteilt in der ganzen Welt. Ich meine, eine schwer bewachte Festung braucht nicht immer nur einen Schatz, ich kann aber auch 3, 4 Schätze haben, mein ganz herzhaft, Mann. Und so ist es auch, wie mir das also wirklich gefällt, dass da Festung ist, dass man da ein bisschen taktisch vorgehen kann. Auch das mit dem, dass man Gefangene befreien konnte, fand ich ja super Idee, hat mir sehr gut gefallen, weil das halt wirklich, eigentlich, wenn man das so, also wenn man jetzt richtig das macht, dass man das davor auskundschaften und dann genau weiß, was man tun soll. So kürze ich das, Mann. Ich weiß trotzdem nicht, wieso hier so viele feindliche Soldaten sind. Aber es ist mir ja wurscht, denn wir genießen hier nur die Aussicht. Das ist das Einzige, was zählt. Kriegen wir es hin? Jo. Ah, so schön, Mann. Das gefällt mir schon wieder sehr gut. Da muss ich schon wieder ein Bild machen. Schau ich das an. Ah, warte mal, so von oben. Ich mit meinen Screenshots hier. So, okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier einen kleinen Cut. Ich bin es dann, euer Damsmorphix, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir werden dann hier uns noch weiter ein bisschen umschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.